Gut. Ich lese heute wieder aus diesem Büchlein. Und zwar, das heißt Einstimmung auf die sieben Strahlen für jeden Tag der Woche. Aus einem Buchvertrieb in Deutschland. Und heute geht es weiter auf 18. Und Montag ist der zweite Strahl. Und das Bild ist der Lanto. Kenne ich nicht. Montag, zweiter Strahl. Goldene Flamme der Weisheit, Erleuchtung, Liebe des Friedens. Kohan ist Lanto, Erzengel ist Jophiel und Konstanze. Die Konstanze ist ein Erzengel. Elohim, Cassiopeia, Pia, Cassiopeia und Minerva, die Anrufung. Und bei mir piept es überall. Da werden wir jetzt das auf Ding stellen. Auf Airplane-Mode. Gut, die Anrufung. Und es geht immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das hat 10 heute. Und dann gibt es noch die passenden Lieder dazu. Anrufung. Erstens. Mein geliebtes, heiliges Christus selbst. Ich bin in mir. Ich liebe und verehre dich. Ich rufe die goldene Flamme der kosmischen Christusliebe und Erleuchtung auf. Mich und jeden Teil des Lebens, den ich heute berühre, zu umhüllen. Ich bin Gottes Erleuchtung und Weisheit, die mich führt in allem, was ich tue. Ich horche und ich verstehe. Ich segne alles, was ich heute berühre. Na, passend, mein Kaffee ist im Engelsbecher. Duftet herrlich. So, zweitens, ich bin mir jetzt bewusst, dass in meinem physischen Körper die Heilungsflamme lebt, die mich von jeder Unvollkommenheit heilt. Sehr gut. Ich bin mir jetzt bewusst, dass in meinem physischen Körper die unendlich versorgende Macht für jedes meiner Bedürfnisse und jede meiner Anforderungen lebt. Das Gefühl habe ich immer, wenn ich ein Baby in der Hand halte oder ein Kleinkind. Ich bin mir jetzt bewusst, dass in meinem physischen Körper die Erleuchtung meines äußeren Bewusstseins lebt. Ich bin mir jetzt bewusst, dass in meinem physischen Körper die Intelligenz lebt, durch die jede Form die Vollkommenheit für mich hervorbringt, die in ihrer eigenen ursprünglichen Essenz liegt. Ich bin mir jetzt bewusst, dass es dort nur eine Kraft gibt. Gott oder das Licht der Welt in meinem eigenen Herzen und dass diese Kraft für mich wirkt, je nach meinem Glauben. Daher trete ich hervor, mein heiliges Christus selbst, ich bin in mir und lass deinen göttlichen Plan erfüllt sein. The Divine Plan. Unter 3. Der geliebte, aufgestiegene Meister Kutumi, früherer Kohan des zweiten Strahles, der nun mit Jesus Weltlehrer ist. Geliebte Herzen, strengt euch nicht an, irgendwohin zu gehen, um die Gegenwart Gottes zu finden. Seid still und im Frieden eurer eigenen Gefühlswelt.
öffnet eure Augen und erkennt die erhabene Macht Gottes, die euer Herzschlag ist. Und lasst die Natur der Göttlichkeit durch euren Leib zu ihrem Bestimmungsort in euch lodern. Und lasst eure Gefühlswelt vollkommen von der Allmacht, Liebe und Gegenwart Gottes, dem Licht der Welt, überzeugt sein. Wollt ihr etwas für mich tun? Denkt jeden Morgen an die Natur, eure Gegenwart, an die Kraft eurer Gegenwart und an die Meisterschaft eurer Gegenwart. Be present. Betrachtet sie still für einen Moment. Dann bitte geht weiter und versucht diese Gegenwart wenigstens eine halbe Stunde zu sein. Das ist es, was ich von den Lebensströmen erbitte, die uns dienen wollen. Sie dienen uns. Und achtet auf den Wurm des spirituellen Stolzes, der so oft die Vollkommenheit inmitten der herrlichen Blume eures Geistes zerstören möchte oder würde. Nummer 4 ist eine Anrufung. Geliebter aufgestiegener Meister Kutumi, ich liebe und segne dich und danke dir für deinen großen Dienst für mich und alle Menschen. Lass deine Weisheit, deinen Frieden und dein verstehendes Herz mich umfangen, damit ich immer imstande bin, meinen Mitmenschen zu verstehen und ihm oder ihr die Hilfe zu geben, die er oder sie meist braucht, die sie braucht, die sie am meisten braucht. Okay, Nummer 5 auf der Seite 22. Der geliebte, aufgestiegene Meister Lanto. Das war das Bild vorher, das ist Lanto. Lanto. Jetzt Kohan des zweiten Strahls, früher Hierarch des Royal Tenton Retreats in den Rocky Mountains. Okay. Er sagt, bei eurem neu entdeckten Dienen fühlt ihr oft die Undankbarkeit und Gleichgültigkeit der Menschen und bisweilen ermüdet ihr Gutes zu tun. Wenn wir in eurer Atmosphäre stehen, spüren wir so oft die Entmutigung. Dann bitte denkt an diejenigen von uns, die Millionen Jahre in einem solchen Dienst verbracht haben und euch Millionen Jahre schon lieben und segnen und unseren Glauben und unser Vertrauen in euch setzen. Wenn ihr das erkennt, werdet ihr euch freuen, dem Leben einen Ausgleich zurückzugeben, indem ihr das gleiche Vertrauen in, die gleiche Geduld mit und den gleichen Glauben an eure Mitmenschen habt. Und die Nummer 6 ist wieder eine Anrufung. Ich nehme mir einen Schluck. Geliebter, aufgestiegener Meister Lanto, ich liebe und segne dich und danke dir für deinen Dienst für unsere Erde seit so langer Zeit. Hilf uns allen, die gleiche große Verehrung für alles Leben zu haben, die du hast und die Liebe, die hilft, alles Leben zu befreien. Die Liebe, die alles befreit. Nummer 7, der geliebte Jophiel, Erzengel der Erleuchtung, sagt, mein Dienst für das Leben ist es, das Bewusstsein zu lehren
und es zu befähigen, in sich selbst das zu entdecken, was die Macht des Lichtes ist. In der zweiten Sphäre werden Ideen kristallisiert. Ich sitze da vor Vision Boards. Ja, sie werden dort kristallisiert in der zweiten Sphäre und sie nehmen Gestalt an. Ihr empfangt zum Beispiel eine konkrete Idee für ein neues Haus. Dann würde euer Verstand sagen, oh, ich möchte ein Haus mit 8 Räumen und einem Morgenland, also und einem Hektar Land. Wenn die Idee euch gefällt, strömen eure Gefühle hinein und ihr energetisiert diese Form. Der Druck eurer Gefühle belebt die Form und bringt sie zur Verwirklichung. Aber wir glauben meistens nicht an uns. So, die Nummer 8 ist wieder eine Anrufung. Geliebter Erzengel Jophiel, ich liebe und segne dich und danke dir für deinen Dienst für mich und alle Menschen. Lade mich mit deinem Gefühl der Kraft Gottes, dem Licht der Welt, in meinem eigenen Herzen auf, um Meister aller Umstände zu sein, die mir begegnen, beim Ausstrahlen von Licht und Liebe, und zeige mir, wie ich die göttlichen Ideen aus den Herzen Gottes in äußere Form bringe. Der 9. Punkt ist das große, der große Cassiopeia. Elohim der Weisheit sagt, der Zweck des zweiten Strahls ist die Wahrnehmung und die aktive, erleuchtete Betrachtung des Entwurfs von Gottes Plan, Divine Planning. Nachdem du die Entscheidung getroffen hast, Gottes Willen zu tun, musst du als nächstes die göttliche Idee zuerst empfangen und die Anweisung, wie sie zu verwirklichen ist. Daher ist die erste Aktivität des Gedankenkörpers, nachdem die Entscheidung getroffen ist, etwas zu tun, still zu werden. In euren Herzen ist die goldene Flamme der Erleuchtung, die euch die Wahrheit enthüllen wird. Be still. Rest. To be your best. Dann unter 10 kommt eine Anrufung noch. Geliebter Elohim Cassiopeia, ich liebe und segne dich und danke dir für alles, was du für unsere Erde und die Menschheit bedeutest. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Sorry. Hilf mir, die Wissenschaft der Präzipitation zu vollziehen und jeden Tag eine bewusst geäußerte Idee, die ich aus dem Herzen des Vaters empfangen habe, zu manifestieren. Aus dem Herzen des Lichtes dieser Welt. Ich danke dir. Und die passenden Lieder wären Nummer 22, 10 und 60, 65. 22 ist Lanto, geliebter Lanto. Die Nummer 10 ist Beständigkeit. Die Nummer 60 ist der Erzengel Jophiel. Und Nummer 65 ist der Elohim Cassiopeia oder Pia. Das endet dann auf Seite 25 und morgen ist Dienstag. Heute ist Montag, der 19. Dezember 2022. Happy, healthy and wealthy Monday morning vom Gmunden am wunderschönen Traunsee. Bye. See you next tomorrow on the next YouTube-Video.